Video Nummer 3, Abschlussvideo für dich, Bernd, von deinem SG-Helikopter mit einigen Informationen, die ich für dich noch habe. Fange ich an beim Regler. Den habe ich neu eingelernt auf deine Futaba-Fernbedienung, die Gas gerade von 0 bis 100% eingelernt, die Cut-Offs neu eingestellt und das Governor und so weiter, damit er auch vernünftig arbeiten kann mit dem Motor von allein, der hier oben drauf sitzt. Das ist erledigt. Den Vierblatt-Rotorkopf habe ich mir nochmal angeschaut. Der sieht ja aus wie neu, also das ist ja auch neu. Ein paar Schrauben muss ich noch nachziehen und hier und da noch ein bisschen was justieren, damit er vernünftig mit dem Flyballless-System zusammenarbeiten kann. Auch erledigt. Den Schwerpunkt, eine Information für den Schwerpunkt habe ich noch für dich. Es ist ja reichlich Platz hier drin, in dem Scale Heli. Aber achte bitte darauf, auch wenn du neue Lipos kaufst, dass sie nicht 800 Gramm, also je Lipo 800 Gramm überschreiten, dann bekommst du Probleme tatsächlich mit dem Schwerpunkt. Irgendwann ist natürlich auch Schluss mit dem Hin- und Herschieben. Diese hier haben, das sind 5000er mit 20C, die vollkommen ausreichend für einen SGL-Helikopter, haben 720 Gramm, je 720 Gramm. Und die sind nahezu perfekt für diesen Scale-Helikopter. Da bitte dran denken, wenn du neue Lipos kaufst. Das Flyballist-System habe ich dir natürlich eingestellt mit meinem Computer zusammen. Geht ja auch gar nicht anders. Den Nullpitch und die Blattspur habe ich natürlich perfekt einstellen können anhand meines kleinen OP-Tisches, den du jetzt hier nicht siehst. Ja, das hat wunderbar geklappt. Natürlich dauert alles ein bisschen länger, aber es lohnt sich tatsächlich, wenn man da ganz penibel darauf achtet, dass das perfekt eingestellt ist. Den Horizontalmodus, den gelben Modus, wenn das Lämpchen dort gelb leuchtet, ich nenne ihn auch liebevoll den Koaxialmodus, könnte man ihn, glaube ich, benennen. Den habe ich auf deine Futaba gelegt. Kommen wir dann zu, wenn du hier bist. Und natürlich ein Modus, diesen Schalter hier auf den Normal-Mode, wo du keine Unterstützung vom Flyballist-System hast, wenn das Lämpchen rot leuchtet. Also ein ganz normales Flyballist-System. Das ist dort auch programmiert auf der Futaba. Die Einstellung von den Schaltern, das machen wir am besten persönlich, wenn du hierher kommst und den wieder abholst. Dann gehen wir natürlich auch noch mal auf den Platz und fliegen eine Runde, ganz klar. Den Pitch habe ich dir entschärft in der Futaba. Die Grundeinstellungen im Daemon-System sind natürlich ganz anders. Habe ich dir hier eingestellt von minus 5 auf plus 9. Das ist so Scale-Standard-Einstellung. Mal sehen, ob du damit zurechtkommst. Das musst du mir dann aber persönlich sagen. Dann ändern wir das noch, wenn dir das nicht gefällt. Die Drehzahl habe ich erstmal so Pi mal Daumen auf 68 bzw. 76% gelegt. Das müssen wir dann auch nochmal messen, ob dir das gefällt, ob das zu wenig oder zu viel ist. Das liegt ja immer am Piloten, wie er es gerne hat. Auch hier werden wir das auf dem Platz sehen, ob dir das so zusagt. Die Dualrate und das Expo habe ich auch auf einen Schalter gelegt. Und zwar nicht getrennt für Heck und für die Taumelscheibe, also für Nick und Roll, sondern es ist alles auf diesen einen Schalter. Hier beispielsweise 85% und nach unten, weiß ich nicht, 65%. Auch hier müssen wir wieder sehen, wie feinfühlig du mit den Knüppeln umgehen kannst, umgehen möchtest und wie du es gewohnt bist, dass wir da nochmal bestimmt die Prozentzahl erhöhen oder niedriger stellen. Ja, das sind die Informationen, die ich noch für dich habe. Dann kannst du dir deinen Helikopter gerne wieder abholen. Da freue ich mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Und wenn das Wetter wieder einigermaßen besser ist, dann gehen wir auf den Platz und dann heben wir ihn mal an. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.